Wie ich vom Fahrrad gestürzt bin, ins Krankenhaus muss und warum ich es vielleicht verdient habe, erfährt ihr in diesem Video. Also Leute, würde ich sagen, let's go, labern wir nicht lang rum. Let's go. So, ich lasse mal im Hintergrund ein paar Szenen laufen, damit man ja auch was gucken kann, ne? Und ich erzähle euch jetzt mal die Story, wie ich halt vom Fahrrad gestürzt bin, wie ihr es im Pre-Intro gesehen habt. Und ich blende immer mal so ein paar Bilder an. Ich weiß nicht, ob ich alle Bilder zeigen kann, weil es sind ja auch noch mit Blut verbunden. Also wer kein Blut sehen kann. Ich habe ja, also das war am Sonntag, ist es passiert. Letzten Sonntag, ich glaube, da war es in ganz Deutschland mega heiß. Wirklich mega heiß. 25 bis 30 Grad waren es, glaube ich, überall, also in ganz Deutschland verteilt. Ihr könnt mal reinschreiben, wie warm war es bei euch. Bei mir waren es ungefähr 27 Grad. Man konnte T-Shirt anhaben, man konnte kurze Hose tragen. Mega chillig. Mal wieder, wirklich, das ist immer so Beste, ne? Kurze Hose und so, dies, das so. Vielleicht beim Sturz nicht so nice, aber egal, dazu gleich mehr. Am Tag, ja, ihr habt es ja noch in der Story gesehen, die kann ich ja mal kurz einblenden von Instagram. Freunde, was geht? Morgen, wie geht's euch? Ist bei euch auch einfach heute der Sommer ausgebrochen, Alter? 25 Grad, 30 Grad, keine Ahnung, Alter, morgen auch noch. Und dann einfach wieder Winter. Ach, Alter, was soll das? Die Story hoffentlich gesehen. Wer noch nicht, ihr könnt gerne auf Instagram abonnieren, ne? Habe ich ja noch gesagt, ja, oh, mega heiß, wie warm ist es bei euch? Mega krass, so, ne? Mega happy noch. Ich bin da zum See gefahren, ich war mit einem Kumpel beim See. Ganz chillig, ein bisschen, keine Ahnung, nicht lange, 1 bis 2 Stunden, dann wurde es auch relativ, das Wasser war noch relativ kalt wegen den Vortagen auch, weil es ja auf einmal so heiß war, sonst immer davor 18, 20, keine Ahnung, höchstens, wenn es hochkam, ne, Grad. Und ja, dann am See ein bisschen gechillt, wirklich nicht lange, ein bisschen ins Wasser gegangen, ein bisschen Schwimmen gespielt, also das Spiel auch geschwommen, keine Ahnung, ne, egal, scheiß drauf. Und dann irgendwann, keine Ahnung, wie viel Uhr ungefähr, wieder zurückgefahren, ne, zurückgefahren, ganz easy, wir sind nicht zusammengefahren, wir sind nur ein Teil, ich glaube nur so, keine Ahnung, fünf und nee, nicht, also vielleicht so die ersten, also den ersten Teil sind wir zusammengefahren und dann halt getrennt, weil er muss woanders hin. Egal, so, ne? Okay, dann 10 Minuten später, als wir dann sozusagen getrennt gefahren sind, dann ist es passiert, so. Ich kann es nur kurz zur Story sagen, von mir war ein Paar, sage ich mal, ich denke, also ein älteres Paar. Ich habe die Frau erstmal überholt, ne? Keine Ahnung, relativ eng, sie hat sich ein wenig erschrocken, wirklich nur ein wenig, also ist nichts passiert. So, und dann bin ich, keine Ahnung, wirklich ein bisschen weiter entfernt, 200 Meter entfernt war dann halt auch der Mann da. Und den habe ich dann freihändig überholt und jetzt passierte es, Leute. Ich bin freihändig gefahren, ich bin einfach komplett freihändig gefahren, weil ich fahre oft freihändig. Und weil ich habe eigentlich auch kein Problem, ich kann freihändig Bordstein hochfahren, alles eigentlich. Ich fahre freihändig zur Schule, nein, keine Ahnung, ne. Und dann, ich weiß nicht, wie es war, ich gucke vielleicht in die Luft oder so, ich gucke in die Luft. Und dann, ich habe nur noch diese eine Szene im Kopf, der Lenker war komplett irgendwie verdreht. Vielleicht lag irgendwas auf dem Boden, vielleicht ein Stein. Keine Ahnung. Der Lenker war einfach komplett verdreht. Und ich hab nur noch diese Szene im Kopf. Ich war in der Luft. Ich war in der Luft und bin irgendwie gestürzt. Ich habe dann nur noch aus Reflex irgendwie reagiert. Ich konnte ja nicht nachdenken. Ich lag dann vielleicht innerhalb einer Sekunde auf dem Boden. Also ich, keine Ahnung, da kann man ja Reaktionszeit eine Sekunde, da kann man jetzt nicht so viel machen. Auf jeden Fall. Ich bin dann auf den Arm gefallen, auf den Kinn und dann vielleicht hier auch nochmal auf den Arm. Das Adrenalin war wahrscheinlich so hoch, dass ich dann erstmal nichts gemerkt habe. Erst wenn ich musste ja dann noch nach Hause irgendwie, bin ich halt weitergefahren. Aber der Mann hatte halt Pflaster mit, der hatte ein ganzes Set mit, der hatte fast, keine Ahnung, alles mit. Hat mir halt Pflaster gegeben, habe ich hier halt drauf gemacht und halt Maske auch noch drauf gemacht, damit ich halt dann irgendwie die Blutung stoppen kann, damit das nicht alles runtertropft, weil das hat schon sehr, sehr geblutet, auch am Arm, ne, alles sehr, sehr relativ viel geblutet. Ich habe wirklich nur am Arm und am Kinn, am beiden Armen was abbekommen. An den Beinen habe ich nichts abbekommen. Ich bin, glaube ich, wirklich, ich hätte fast ein Vorwärtssalto machen können. Stell dir vor, ich bin geflogen, hätte Vorwärtssalto gemacht, wäre gelandet so. Nein, aber ich bin halt wirklich kopfüber so geflogen, beide hinten. Also ich hoffe, man kann sich das so vorstellen. So Leute, jetzt kann ich auch nochmal euch meine Wunde zeigen. Ich hatte ja gerade einen Pullover an. Ich habe gerade geduscht, nicht wundern, ich war auch gerade laufen und so. Also, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Na, einmal hier. Ich versuche das mal ran zu zoomen, aber ist alles schon zu, so, ne? Ist ja alles schon so 5 Tage alt. Dann das hier noch. Also es ist halt jetzt halt schon ein bisschen. Oh, das sieht ja. Es ist auch gerade ein bisschen auf, weil ich habe gerade geduscht halt, ne? Man sieht es ein wenig. Also wenn ich jetzt weiter weggehe, das hat übelst gebrannt. Also das hier, diese Wunde hier hat mega gebrannt. Die war so fast am schmerzvollsten, weil die hat durch den Wind, wenn man auf Fahrrad fährt, ne, richtig gebrannt. Und das ging ja noch. Warte mal, wenn man das sieht, ne? Das geht ja auch noch. Das geht auch noch. Und an den Händen halt,
Hier unten links sieht man ja noch was und hier war auch was. Aber das geht alles noch. Das war alles noch in Ordnung. Jetzt weiter mit dem Video. Ich wollte das nur kurz zeigen. Ne? Da die Wunde, die hier, das war das Schlimmste. Die musste ja genäht werden. Weiter geht's mit dem Video. Ab dafür. Fabio übernimmt. Let's go. Genau, ich habe dann, sag mal, verarztet bekommen. Die sind weitergefahren. Ich bin halt da noch 5 Minuten stehen geblieben. Ja, dann bin ich halt auch weitergefahren. Ich habe wirklich ein wenig gezittert. Also, ich kam gar nicht drauf klar. So, ne? Ich habe es noch gar nicht gecheckt, dass ich so gerade gefallen bin. Also, es war jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Dann nach Hause gefahren, Maske noch aufgehabt, weil die Blutung gestoppt, so, ne, damit das Pflaster auch hält, weil das war überschwommen. Ja, und dann war ich zu Hause, habe erstmal geduscht, ne, weil ich wollte den ganzen Schmutz wegmachen, weil es war schon auch, der Weg ist ja nicht so sauber, dass man da keinen Schmutz hat. Geduscht erstmal und dann habe ich halt auch die Wunde gesehen. So. Ich habe Fotos gemacht, ich weiß nicht, ob ich sie einblenden sollte. Es könnte sein, dass das Video dann gesperrt wird, deswegen überlege ich mal, ob ich die Fotos einblende. Vielleicht nur so ganz kurz, mal gucken, so wirklich so eine Millisekunde, damit man vielleicht droppen kann. Vielleicht wirklich nur ganz kurz so. Auf jeden Fall geduscht und dann habe ich mir die Wunde angeschaut. Angeguckt und dann war eigentlich klar, ich muss ins Krankenhaus, weil die Wunde, die war wirklich so tief damit, dass ich die auch nicht so, dass sie nicht von selber heilt. Und im Krankenhaus angekommen. Es war ja so heiß, im Krankenhaus war es relativ kühl, also vielleicht wirklich entspannt, also wirklich eine gute Temperatur so. Da Notaufnahme war das, glaube ich. Und dann musste ich auch noch, wurde Temperatur bei mir gemessen, auch noch ein Problem. Bei mir einfach Temperatur, Übertemperatur, ich glaube 37,7 ungefähr. Ist schon mal belastend, dann musste ich warten auf einen anderen, der hat dann mir irgendwas ins Ohr gesteckt und dann 37 Grad, so, ne, kam ich rein. Wegen Corona hatten die Angst, dass ich das hatte, aber ich habe kein Corona. Also, ich mache fast jeden Tag so einen Selbsttest für die Schule. Immer negativ, klar, kann auch falsch sein, aber auf jeden Fall, so, kam ich rein und dann muss ich halt, man kennt es, man muss warten, aber auch gar nicht so lange. Ich musste vielleicht roundabout dann am Anfang 30 Minuten warten, damit ich dann so reinkam, ne. So, dann war ich drin. Und der Arzt hat sich das so angeguckt, ne? Ich hatte ja auch noch so ein provisorisches Pflaster drauf, damit irgendwie nicht irgendwas noch reinkommt. Hat er abgemacht, hat er angeguckt und dann gesagt, Glückwunsch, du musst genäht werden. So ungefähr hat er es gesagt, aber natürlich nur aus Spaß, der war relativ cool drauf. Dann kam eine andere, die hat das dann auch genäht. Leute, und jetzt kommt das wirklich, das war schmerzvoller als der Sturz. Die Spritze, die Betäubungsspritze, die reingerammt wurde. Ich weiß nicht, man kann es ja noch relativ ungefähr sehen. Man sieht ja hier die Fäden, ne, die apropos am Sonntag, Montag gezogen werden. Die Spritze, die war anders, also die war wirklich anders schmerzhaft, reingeschallert bekommen und dann halt wurde die Wunde gesäubert, Wunde wurde genäht. Das hat nicht wehgetan, weil ich war ja betäubt, so, ne. Alles andere am Arm war zwar, wurde desinfiziert, was auch mega gebrannt hat. Ich glaube, jeder kennt das. Und dann war es eigentlich das schon. Das ging relativ fix, also es war wirklich schnell. Tag hat sich angefühlt wie keine Ahnung was, also wirklich sehr, sehr lange, weil so viel passiert ist. Aber die Heilung ging relativ, also das zu verarzten sozusagen, war ging relativ fix so. Da musste ich nochmal eine halbe Stunde warten, weil man kriegt ja dann immer so ein Arztschreiben, was alles bekommen, was alles gemacht wurde. Und da stand drauf, die Wunde war 1,5 cm tief. Leute, ihr müsst euch vorstellen, das sind, ich weiß nicht, 1,5 cm, das ist relativ viel, weil am Kinn einfach mal so eine tiefe Wunde so. Das war auch, das hing, ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich das Foto einblenden kann, da hing so ein Hautfetzen so hier runter und man konnte eigentlich so Alter, ich habe mir so vorgestellt, stell vor, ich hätte das so hier so genommen, diesen Hautfetzen und so abgerissen so. Ich glaube, das wäre bis zu den Füßen gegangen, weil das so dick war, das hier so rein. Aber anderes Thema, das ist jetzt immer ein bisschen eklig. Egal, ne? Nach Hause gefahren. Alles entspannt. Ich hatte auch noch einen Tag danach Sport, aber der Arzt meinte, ich habe gefragt, kann man Sport machen? Kann man machen. Man sollte nur keinen Kontaktsport machen, damit man nicht irgendwann einen reinbekommt. Aber alles easy. Und das war's eigentlich mit der wirklich kleinen Story. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch auch mal sowas Ähnliches passiert ist. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich Fotos oder so einblenden kann. Man sollte es positiv sehen, Leute. Schreibt rein, ob euch mal auch mal sowas passiert ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream-Video. Ich denke mal, Livestream und dann bis dann. Lasst gerne Like und Abo da. Vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.
So Leute, 5 Tage sind jetzt rum und ich nehme euch heute mal ein bisschen mit, also einen kleinen Vlog machen wir heute. Denn das hier wird gezogen, die werden heute gezogen und da nehme ich euch heute mal ein wenig mit. Also genau, da nehme ich euch heute mit ein ganz wenig. Also noch ein kleiner Vlog hinten dran und ich zeige euch jetzt noch mal ein kleines Update. Und zwar ein kleines Update zu den Wunden. Also ich habe euch ja in dem Video ein bisschen die Wunden gezeigt, ne? Also hier war eine, ne? Nicht mehr groß und dann halt auch noch hier, aber die sind halt beide jetzt ziemlich klein geworden. Also was heißt, ne? Geht klar. Und Leute, ich nehme heute mal ein bisschen mit. Ich versuche es und dann sehen wir uns gleich draußen. Ich bin gerade im Keller. Ich weiß jetzt nicht, ich wollte nur mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich filmen kann, weil das ist natürlich dann in der Stadt und so. Mal gucken. Ich nehme euch ein bisschen mit. Einfach so aus Just for Fun. Dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, der Termin war doch nicht da. Ich bin jetzt in die Bibliothek gegangen, weil ich brauche noch was. Und dann gucke ich mal. Termin, sage ich euch mal, gleich mal noch mal was. Bis gleich, nur ein kleiner Vlog, so, ne? Ja, das ist so ärgerlich. Also es war noch bis 16 Uhr irgendwie offen und es war dann 16:10 Uhr, 10 Minuten zu spät gekommen. Egal, Leute, egal, ich komme dann morgen nochmal. Also Vlog verlängert sich um einen Tag. Ist ganz chillig eigentlich. Aber ich sage euch gleich nochmal was dazu. Ich muss jetzt ein Buch für die Schule holen und dann bis gleich draußen bei der Sparkasse. Ich bin wieder zu Hause. Es gibt doch eine kleine Planänderung. Wir sehen uns morgen. Morgen müsste eigentlich halt alles klappen. Also bis morgen. Morgen zeige ich euch eine Alternative. Also morgen. Ein kleiner Tag so. Gaming-Zimmer vielleicht. Gaming-Room vielleicht, den ich unmoderieren, umbauen werde. Das zeige ich euch morgen. Bis morgen. Haut rein. Ja, oder bis gleich. Peace, Leute. Wieder einen Tag später. Und jetzt ist eigentlich alles fertig. Ich war gerade da und alles fertig. Alles easy. Nur 10 Minuten gewartet. Alles ganz, ganz schnell. Leute, das war's mit dem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video. Stream. Oder was auch immer. Wir sehen uns. Haut rein, lasst ein Like da, Leute. Haut rein und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und passt immer auf im Straßenverkehr. Haut rein. Ciao, ciao.